So, Wohnung ist verlassen. Wir sind auf dem Weg zur Bahn und es ist kalt. Hast du Bock? 50-50. Geht los. Bahn kommt gleich. Jetzt an der Bahn Meerbock. 5 Minuten. Und dann, ja, in einer Stunde geht's los. So, wir sind drin. Wanderpass haben wir schon bekommen. Erst einmal hier. Bändchen haben wir auch bekommen. Jetzt geht's bald los. Und Armband ist auch schon dabei. Ja, würde ich sagen, gucken wir mal die erste Startwelle an. Und dann Stempel ist auch schon drin. So, wir starten. Eure Challenge. Oh, läuft. Hier 2022. Genießt es. Geht los. 50 Kilometer voller Freude. Schmerzen. Angry Moments. Hangry Moments. Und wieder im letzten Moment noch Schokolade eingesteckt. Ein schöner Start in einer sehr schönen Stadt. Läuft ab jetzt. Auch in diesem Jahr haben wir uns der Herausforderung wieder gestellt, 50 Kilometer in nicht mehr als 12 Stunden zurückzulegen. Und zwar zu Fuß. 50 abwechslungsreiche Kilometer, die uns durch die Stadt und über Feldwege, durch Wälder und durch Dörfer geführt haben. Unterwegs nette Leute, gute Stimmung und eine großartige Verpflegung und Organisation. Und auch wenn die letzten Kilometer hart und die Beine unendlich schwer waren, so hatten wir von Anfang bis Ende Spaß und gute Laune. Und wir wissen, es war nicht unser letzter Megamarsch. So, in diesem Jahr geht es übrigens ein bisschen anders von der Strecke. Hier sind wir im letzten Jahr runtergekommen. Das letzte Mal sind wir da drüben lang. Und ja, ich bin gespannt. Die Verpflegungspunkte werden sich bestimmt auch ein bisschen geändert haben, aber das werden wir ja gleich rausfinden. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf Strecke, haben 50 Kilometer vor uns und ja, es ist relativ kalt, aber uns wird bestimmt warm werden. Sehenswürdigkeit haben wir auf dem Weg. Nach Minute 3. Der goldene Reiter. Diesmal im Helm. Jetzt geht's über die Brücke. Und dann erstmal auf der anderen Alpseite ein kleines Stückchen. Hier sind unsere Pfeile. Ja, und dann rück zu die letzten, ich glaube, 15 Kilometer geht es an der Elbe lang. Und jetzt sind wir rot. Dann warten auch schon. Ja, dieser sind wir übrigens 8 Uhr gestartet. Letztes Jahr sind wir, ich glaube, nach um 9 gestartet. An der letzten Startwelle 9.30 Uhr. Also haben wir eine gute Zeit, muss ich sagen. Schöner Start, da hinten die Frauenkirche, die Brüche Terrasse. Ja, schöne Altstadt. Zwinger, Theaterplatz, die Semperoper. Und da unten geht es dann gleich lang, an der Elbe. Und das erste Foto vom Fotografen haben wir auch schon gemacht. Ja. Und ich freue mich schon, wenn wir aus der Stadt rauskommen und dann ein bisschen ins Grüne kommen. So, jetzt sind wir direkt an der Elbe, noch nicht allzu weit gekommen. Noch 49 Kilometer. Noch 49 Kilometer. Oh. Und ja. Sogar auf dem Fußboden neue Megamarsch. Markierung. Fetzt und halt auch schön. Nach ca. 1,5 Kilometer erste Futterpause, damit nicht wie im letzten Jahr der Hangry Moment kommt. Weil wir diesmal auch bewusst den ersten VPS auslassen. Genau, im letzten Jahr haben wir den ja vergessen. Und nächster Pfeil.
Und ja, diesmal lassen wir den bewusst aus. Das hat ganz, eigentlich ganz gut funktioniert. Haben wir Essen dabei? Haben wir überhaupt Essen dabei? Diese legendären Hangry-Momente zu umgehen, haben wir uns gleich was eingepackt. Also, wir haben einen Plan. Mal gucken, ob der auch aufgehen wird. Immer runter, ne? Was denn? Ja, das letzte Mal sind wir hier runter. So, hier haben wir das letzte Mal gelitten. Diesmal sind wir am Anfang. Und hier haben wir die Janice. Echt ein schöner Start, dass wir das diesmal im Hellen haben. Und genau, wir haben es knapp 2 Kilometer geschafft. Unten zieht sich der Track der Verdammten. Eine Startwelle nach der anderen. Da müssen wir lang. Da hinten sind wir gestartet. Einmal hinten rum über die Brücke hier unten lang. Und ja, jetzt sind wir hier. Und das sind die anderen. Mega am Märschler. Jetzt, wie gesagt, 2 Kilometer knapp geschafft. Und das Wetter ist auch gar nicht so schlecht. Es wird langsam jetzt schon wärmer. Ja, ich denke, das wird ganz cool heute. Und da hinten reißt der Himmel auf. Kilometer 4,7, so ungefähr zumindest, im Alone Park. Ja, wie sie es weiß. Wir sind jetzt erstmal froh, dass wir aus der Stadt so ein bisschen raus sind und aus der Neustadt, weil zum Wandern nicht so cool. Ja, da hinten geht es dann gleich einen Berg hoch und dann geht es darüber. Und dann wird es endlich bald ein bisschen grüner. Kriegst du mal nicht mein Wasser aus? Unser Wasser. So, wir sind jetzt an der Tannstraße. Immer noch Stadt, aber ja, ich denke, es wird auch wirklich bald grüner. Wir haben gleich 5 Kilometer geschafft, sind jetzt ungefähr 37 Minuten unterwegs oder 30 Minuten. Ist ein guter Schnitt. Die schweren oder anstrengenderen Parts werden noch kommen. Da hat man zumindest jetzt am Anfang ein paar Kilometer schon gemacht. Und ja, bisher läuft es gut, uns wird jetzt warm. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es so weitergeht. So langsam erreichen wir etwas grünere Gefilde. Also noch ist es eher Park als Wald, aber besser als Straße, definitiv. Da müssen wir hoch, da kommen wir her und sind jetzt schon bei über 6 Kilometern. In nur knapp einer Stunde jetzt. Fetzt. Wir sind jetzt 1 Stunde 15 Minuten unterwegs. Da sind wir letztens runtergegangen neben der Kirche, da hinten, genau. Wir haben jetzt schon über 7 Kilometer weg. Ja, ich denke, ich habe es schon ganz oft gesagt, jetzt kommen wir Richtung Priesnitzgrund und ja, also ganz grob Richtung, ja, hinter uns das Militärhistorische Museum. Und ich denke, geografisch gesehen, das ist jetzt auch so Richtung Heide, dann wo es ins Hin zieht, ja, und dann sind wir hoffentlich wirklich bald im Wald. Kilometer geschafft in, ich weiß gar nicht, Moment, jetzt muss ich mal gucken, 1,5 Stunden, fetzt, sehr, sehr cool. Und ja, wir sind noch wohl auf, uns geht's gut, wir haben Bock. Leider sind wir immer noch nur Stadt und Straße gegangen, finde ich ein bisschen schade, aber man kommt gut voran. Ich denke, dafür werden die letzten Kilometer ein bisschen zerren, beziehungsweise so mittendrin. Und die letzten Kilometer werden sich dann ziehen, wenn wir von Pillnitz quasi immer nur geradeaus an der Elbe langlaufen. Aber daran denke ich jetzt noch gar nicht. Zumindest müssen wir dieses Mal nicht im Dunkeln irgendeinen komplizierten Weg in der Stadt finden. Und ja, ich denke, dieses Jahr läuft bombastisch gut. Und ich finde es geil. Freut mich. Und übrigens,
Das ist der Trinkschniepel for the hiking people. So, es geht Richtung Heide. Hier, den Weg, sind wir das letzte Mal runtergerannt zum letzten Verpflegungspunkt. Wir haben jetzt schon über 10 Kilometer. Meine Ohr, da die unterm Ärmel ist, tickt leider nicht so richtig gut mit. Ich habe vorhin mal die Verbindung verloren. Die Zeit stimmt zwar, aber ja, die hängt glaube ich fast 2 Kilometer hinterher. Macht nichts, hier sind viele Schilder. Und übrigens, wir sind auch nicht zu zweit unterwegs. Wir sind eigentlich zu dritt unterwegs. Und zwar wir beide und da ist er, Hunhilde. Hunhilde begleitet uns heute auf den 50 Kilometern. Es ist soweit. Endlich erreichen wir den Wald, die Heide. Da geht's rein. Schön. Natur. Bisschen mehr Ruhe weg von den Straßen. Einfach schön. So kann es jetzt weitergehen. Und kilometertechnisch läuft es auch gut. Wir sind jetzt gerade die Fischhausstraße hoch. Wie gesagt, rechts in die Heide eingebogen. Und ja, sind jetzt schon bald, denke ich mal, bei Kilometer, weiß ich nicht, 14 ungefähr. Und ja, bei VP2 machen wir da eine kleine Pause und stärken uns. Aber bisher fühlen wir uns noch super. Oder fühlen wir uns gut? Wir fühlen uns gut. Bergauf wie Gimli. Ja, gefährlich auf kurzen Strecken. So, die Heide ist super schön. Da ist wieder das Denkmal. Das hatte ich das letzte Mal schon auf dem Video. Und letztes Mal haben wir auch gemerkt, dass die Heide dem Heidekraut den Namen gegeben hat. Die Dresdner Heide. Ja, also wir sind wieder auf jetzt alter Strecke, sage ich mal. Und macht Spaß, wir sind gut gelaunt. Und ja, mal gucken, vielleicht rennen wir am VP2 auch vorbei. Nee, machen wir nicht. Wir machen da mal kurz Pause. Ja, läuft. Schön, sehr schön. So, die erste sich ziehende, nervige Steigung haben wir geschafft. Oh. Ja, der Kommentar trifft's. Wir sind jetzt am Parkhotel. Ja, schöne Häuser. Da fährt die Bahn, mit der wir natürlich nicht gefahren sind, aber da oben ist Bülow. Und ja, wir liegen gut in der Zeit. Und ich denke, heute läuft es auf jeden Fall eine ganze Ecke entspannter als im letzten Jahr. Wollte ich sagen, aber ich will mal nicht vorgreifen, uns erwarten schließlich noch einige Höhenmeter, aber jetzt endlich auch bald wieder mehr Wald. An der Hauptstraße habe ich gerade nicht gefilmt, das war jetzt nicht so supi, aber es gehört einfach dazu. Megamarsch in Dresden, ja, Dresden ist halt die Stadt. Gut, weiter geht's. So, Kilometer 15, fetzt, wir haben es geschafft, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte, weiter geht's. So, jetzt gibt es Wegzerrung und das ist übrigens ein Protein-Donut. Sehr zitronisch, sehr trocken, aber irgendwie gerade mega geil. So, wir vermuten, dass jetzt bald der nächste VPN kommt, Verpflegungspunkt meine ich. Und ja, den ersten haben wir wieder übersprungen. Das hat man ja planmäßig gemacht, weil im letzten Jahr hat es eigentlich ganz gut geklappt, obwohl das gar nicht geklappt hat. Nee, hier sind wir jetzt an dem Ort, wo wir im letzten Jahr Bananen gefunden haben. Die hatten welche verloren. Und jetzt wird es endlich ein bisschen waldiger, interessanter. Ein bisschen schöner einfach und wir haben immer noch Bock, schauen einfach mal, wie es läuft und ja, freuen uns jetzt auf den zweiten VP, der ja eigentlich unser erster Verpflegungspunkt ist. Wildnis pur.
Wir stellen uns den rauen Elementen des Dresdner Umlands. Gleich neben dem Sportplatz. VPS 2. Verpflegung schon geschafft. Wir hatten schon unseren paar Fröschen gütlich getan. Maskenpflicht. Ja, Maskenpflicht. Ja. Und ja, werden wir uns mal stärken, mal eine kurze Pause machen. So, zweiter Verpflegungspunkt für uns, der erste. Wir haben uns jetzt hier eingedeckt. Kaffee wird gerade noch geholt. Stimmen uns gut und wir lassen es uns jetzt schmecken. Der ist ohne Zucker. Oh, die haben hier Oatly Hafer. Oh, mega. Oh, Kaffee. So, So, wir haben unsere erste Pause am VP2 erfolgreich erledigt. Wir sind gestärkt. Es geht weiter. Und ich denke, wir müssen jetzt genau da vorne lang. Stimmung ist gut, Musik läuft. Ich vermute, dass ich eine Blase bekomme, aber beim letzten Mal hat sich das ja auch nicht bestätigt. Wir hatten keine Blasen, beide nicht. Ich habe auch meine Schuhe ein bisschen lockerer jetzt geschnürt. Diesmal bin ich ja nicht mit den Trail-Schuhen unterwegs, sondern mit Boots, Wanderstiefeln sozusagen. Aber ich muss sagen, es hat jetzt schon so ein bisschen gezerrt im Bein, aber die Pause hat gut getan und die nächsten 30 Kilometer, die rocken wir jetzt auch noch. 20 Kilometer, da lang geht's. Also noch 30. So, sind gleich bei Kilometer 21. Jetzt wird's dürflich, schön. Jetzt kommt der Part, der mir jetzt richtig gut gefällt. Wir haben schon 20 Kilometer im Bein, schon ein bisschen was geschafft. Und jetzt wird's langsam wirklich idyllig. Und ja, hier murmelt der Bach. Und der Hund bellt. Schön. Wir sind jetzt am alten Bahndamm. Eine schöne Strecke für Fahrradfahrer vor allem. Kann man auch mit Kindern schön machen, als Fußgänger. Auch ganz schön, aber könnte sein, bei schönem Wetter vor allem, dass man halt mit vielen Fahrrädern sich arrangieren muss. So sieht's aus. Ich freue mich auch schon auf viele Feldwege. Ich habe so eine besondere Vorliebe für Feldwanderwege und ja, keine Ahnung, warum das so ist. Ich mag das einfach und ja, die Sonne kommt langsam raus. Es ist sonnig bewölkt, perfekte Temperaturen, kalt, aber angenehm zum Laufen. Im Sitzen wird es wirklich ein bisschen frischer und ich denke, wir haben heute echt Glück mit dem Wetter und es macht Spaß. Wir haben es jetzt 11:45 und sind jetzt schon bei 20 Kilometer, 21, 22 so. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Liegen echt gut in der Zeit. Da steht eine kleine Muku. Und wir laufen noch immer seit 4 Stunden mit einer kleinen Pause. 4 Stunden laufen die Dinger da unten, die Beine. Aber wir liegen echt gut in der Zeit. Der Weg ist auch an sich zwar ganz schön, aber Asphalt, man kennt ja dieses Wort Pflasterlarm oder Asphaltmüde. Und ja, trotzdem, wir machen gut Strecke. Läuft. Jetzt sind wir in Kunnersdorf bei, ja, ich würde sagen, Kilometer 23 ungefähr, Kilometer 23, 24. Ja, herzlich willkommen in Kunnersdorf. Das nenne ich mal schön und idyllisch.
Ja. Schön. So gefällt uns das. Das ist übrigens Deutschlands Zauberschloss, haben wir gerade rausgefunden. Steht hier irgendwo an dem Schild. Ja, stimmt. Da drüben an der Brücke steht das. Zauberschloss. Und so ein bisschen sieht das doch auch so aus. Schön. So. 25 Kilometer. Da geht's weiter. So. Und alle haben ihr Selfie-Gesicht gemacht. Es sind genug Leute um uns herum. Ist vielleicht ein Zeichen, dass wir dieses Jahr echt gut drauf sind. Wir müssen dieselbe Strecke, die wir gerade eben glaubt sind, noch einmal laufen, dann sind wir da. Genau, wir müssen jetzt noch einmal laufen, dann sind wir da. Noch einmal laufen. Wir haben jetzt auch bald übrigens den höchsten Punkt erreicht, der Wanderung, beziehungsweise die größte Steigerung. Ab dann geht es nur noch bergab, wenn man das so will. Und ja, ich muss sagen, Beine sind noch frisch, Füße sind noch frisch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Genau, hier unten ist die höchste Steigung. Achtung! Die packen wir noch und dann ja, geht es nur noch nach unten und die letzten paar Kilometer dann an der Elbe zurück. Immer geradeaus wahrscheinlich. Die könnten sich ziehen, aber sind zumindest relativ einfach und gerade läuft. So, übrigens, da hinten ist der Fernsehturm, wo wir letztes Jahr am Anfang lang sind. Wir sind also wirklich jetzt an der gegenüberliegenden Seite und der Weg wird wieder ein bisschen interessanter, ein bisschen angenehmer und so gefällt es mir auch wieder um einiges besser. Schönfeld und das ist das Kleinbauernmuseum in Keizendorf. Ja, wir haben jetzt hier gleich richtige Bushaltestellen heute. Die Stelle erreicht, die am weitesten weg ist vom Ziel. Also rein von der Karte her meine ich. Reizendorf, ja, okay. Reizendorf. Und ja, wie gesagt, der Ticker läuft runter und das ist dann auch mal mega cool. Und da oben steht ein Kurvendach. Okay, hier gibt's. Es gibt einiges zu entdecken. Denkt man manchmal gar nicht so auf den Dörfern im Umland. Es gibt mehr zu entdecken, als man denkt. Wir sind jetzt immer noch in Reizendorf. Und hier gibt's noch Eis auf dem See. 5. März. Und da hinten sieht man noch richtig weiß das Eis. Wie man weiß. Das hier ist übrigens das Feld, wo ich das letzte Mal einen Maiskolben geschnorpst habe. Ja, leider noch kein Mais da. Mit Gefieß mal besser. Und hier haben wir eine kleine gemütliche Mühle entdeckt. Ja, das war auch schön zum Wohnen. Alles gut. Schöne Aussicht. Und beim nächsten Verpflegungspunkt haben wir dann die 30 geschafft, nur noch 20 vor uns. Also auch wenn wir dieses Jahr viel Asphalt laufen, wie man sieht, die Dörfer sind wirklich schön. Die ganzen kleinen Dörfer rings um Dresden, die mit den ganzen Feldwegen, die wir jetzt genommen haben, verbunden sind. Einfach schön. Mit alten Feldsteinhäusern. Einfach herrlich. Und da kommen die Kilometer auch nicht mehr ganz so lang vor, finde ich zumindest.
So, unterwegs hatten wir jetzt noch einen ganz coolen Zwischenstopp. Ich habe es aber nicht gefilmt. Und zwar gab es hier einen von den Kindern hier im Dorf einen Kuchenverkauf. Haben wir natürlich auch zugeschlagen, Quarkkuchen. Ich wollte jetzt bloß keine fremden Kinder hier irgendwie filmen und mit dann ins Internet stellen. Deswegen aber trotzdem mega cool. Ach, und mega lecker auf jeden Fall. Coole Sache. Gab es auch ordentlich Trinkgeld oder ordentlich obendrauf für die Aktion. Muss man machen. Und dann werden wir jetzt auch noch mit diesen wundervollen Ausblick belohnt. Großartig. Oh, mega? Oh ja. Sehr coole Aktion. Oh, lecker. Das ist der Weg, wo ich so gestorben bin beim Hochlaufen. Ja. So, wir sind jetzt auf dem Weg, wo wir im letzten Jahr nach dem zweiten VP unterwegs waren, also unser ersten. Da hat es das erste Mal gezerrt. Das waren so Kilometer, ich glaube im letzten Jahr Kilometer 25 oder so. 21 im Wald. 21 im Wald, ja. Irgendwo da hinten. Und jetzt sind wir ja schon bei fast 30. Jetzt sind wir bei fast 30 und es läuft immer noch. Wieder. Die laufen immer noch. So. Erster Laufpart, Rennpart, wie man sieht. Bergab, tut gut in den Beinen. Einfach mal sich ein bisschen anders bewegen. So, also, ihr merkt es vielleicht nicht im Video, aber die Pausen zwischen den Videoaufnahmen werden etwas länger. Wir sind jetzt kurz vor dem dritten Verpflegungspunkt, also für uns den zweiten. Wir überspringen immer den ersten und wir hoffen, da kommt das auch bald, weil wir auch mal dringend eine Toilette brauchen. Kann man einfach mal so sagen, ist einfach so. Man kann sich schlecht in die Büsche schlagen, weil einfach im März noch nicht so viele Bäume und Büsche Blätter haben. Naja, ansonsten, man merkt jetzt langsam die Kilometer an Beinen, aber ist alles noch im grünen Bereich, alles noch tippitoppi. Ich denke mal, schwer werden dann wirklich die letzten 20, besonders die letzten 10 Kilometer an der Elbe lang, weil die einfach geradeaus gehen und Asphalt. Aber ein was Gutes hat, man kann die Strecke besser abschätzen. Im letzten Jahr wusste man das nicht so, wie sich es rumschlingelt, wie viele Biegungen sind es noch. Diesmal hat man das vielleicht ein bisschen besser im Plan, im Gefühl. Hoffen jetzt auf jeden Fall, dass bald der Verpflegungspunkt kommt. Wir müssen jetzt schon mal Kilometer 30 sein. Gleich zumindest. Schön, wir sind jetzt am äußersten Zipfel und laufen jetzt selber runter und dann eigentlich schon wieder zurück. Wenn man es mal so nimmt. Verpflegungspunkt haben wir übrigens noch nicht erreicht. Das zieht sich wieder, also irgendwie gibt es immer einen auf der Strecke, der übelsten nervt. Das ist diesmal jetzt derjenige, also der dritte. Letztens war es der erste und wir hoffen, der kommt jetzt bald. So, jetzt sind wir wirklich gleich am VP3. Haben wir geguckt, noch 5 Minuten Fußweg ungefähr. Und das ist jetzt hinten Richtung, dann bald Richtung Hilmitz. Und wir brauchen dringendst jetzt mal den VP. Noch zu essen und zu trinken haben wir, aber ich freue mich drauf, jetzt mal die Socken zu wechseln. Das war letztes Jahr auch schon super. Ist übrigens ein guter Tipp, wenn man so lange Touren macht, wechselt einfach mal die Socken zwischendrin und vor allem Toilette. Ganz wichtig. Ja. Ansonsten schöner Lauf, schönes Wetter. Was uns aber aufgefallen ist, ist wirklich sehr wenig Kilometerschilder, sehr, sehr wenig. Entweder kam es uns im letzten Jahr einfach mehr vor, aber und dieses Jahr ist wirklich genauso viel oder es ist halt weniger. Ich weiß auch nicht so richtig. Naja, auf jeden Fall führt uns der Weg jetzt nach vorne nach rechts und da hinten ist dann unser Verpflegungspunkt. Wir sind jetzt in Bayernfort Pirna und er ist auch gleich schon da. Hup, hup. Also Verpflegungspunkt. Wir haben es geschafft. VP3. Wir sind hier, wir sind da. Das war im letzten Jahr unser zweiter VP, oder den ersten, den wir mitgemacht haben. Und endlich
Bier. Toiletten. Und Bier. So, wir sind jetzt am Verpflegungspunkt 3. Unser zweiter Verpflegungspunkt mit der Krombacher Power Station. Nein. Schleichwerbung. Ja. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. 20 Kilometer haben wir noch. Wir haben es jetzt erst um 2. Und oder 19 Kilometer haben wir noch knapp. Und ja, ich würde sagen, das rocken wir. Prost. Prost. Lecker. Letzten Jahr. Wir haben uns gerade unsere Socken gewechselt. Kann ich jedem empfehlen, der einen ganz langen Marsch, einen ganz langen Ultra-Hike oder wie man es nennt, macht. Nehmt euch frische, bequeme Socken mit, wechselt ihr unterwegs. Bei den heutigen Schuhen, die man ja gefühlt einmal komplett aufmachen kann, ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Hat ja früher mal gesagt, Schuhe unterwegs nicht ausziehen, man kommt sonst einfach mit den Füßen nicht mehr rein, wenn die so ein bisschen dick geworden sind. Kann man ja heute machen mit den Schuhen. Die immer komplett öffnet. Also frische Socken sind Himmel. So, Verpflegungspunkt lassen wir hinter uns. Kilometer 31,4 oder so haben wir geschafft. Also jetzt noch 18,67, also knapp 19 würde ich sagen, sind es noch vor uns. Wir haben es jetzt kurz nach 2, liegen also gut in der Zeit. Die Sonne scheint. Wir haben uns gestärkt, frische Socken an. Ich habe noch ein paar Salzstangen da. Gekrallt für unterwegs und ich würde sagen, gehen wir es an, letzten 19 Kilometer. Und wir laufen und laufen und laufen. Also man merkt, jetzt hat man es schon in den Beinen. Also es geht jetzt langsam los, dass es in die Beine und in die Füße geht. Aber die Sonne ist rausgekommen, ist so ein bisschen frühlingshaft und ja, trotzdem bewegen die sich immer noch unaufhörlich. Und das hoffentlich bis zum Ziel. Schön ist hier. Schön hier. Pillnitz. Und da oben sind die Weinberge. Da geht der Wein. Pillnitzer Weinwanderfahrt. Nee, noch nicht ganz in Pillnitz, aber auf jeden Fall nicht mehr weit weg. Und ja, einfach schön hier. Kann ich sehr empfehlen. Ihr fährt einen Bus und kommt her, wandert eine Runde auf dem Pillnitzer Weinwanderweg. Echt schön. Es geht doch waldig. Wir haben es geschafft. Zumindest mal ein bisschen Wald. Diesmal sind wir auch, wie man vielleicht sieht, ein bisschen mehr von Leuten umgeben. Ja, irgendwie zieht es sich nicht ganz so auseinander. Und ja, so gefällt mir die Strecke auf jeden Fall besser. 35 Kilometer. Es geht steil bergauf. Und ja, man merkt's. Der Weg ist geschlängelt. Ein wundervoller Weg. Mega Aussicht. Ich kann einfach gar nicht genug davon bekommen. Perfekt. Aber da hinten die Wolke, die sieht schon ein bisschen dunkel aus. Keine Ahnung, ob man das auf der Kamera auch so gut erkennen kann. Da ist der Himmel noch schön blau und da hinten wird es arg dunkel. Aber so weit ist es jetzt auch nicht mehr. Nee, das ist klar.
So, wir sind jetzt in Rockau, also am Campgrund waren wir jetzt gerade. Und es fängt jetzt an zu zerren, so ein bisschen so ein Auf und Ab. Wir sind gleich beim letzten Verpflegungspunkt, Nummer 3, der bei Kilometer 39 ist. Und ja, man merkt es jetzt wirklich. Aber es wird wieder waldiger. Und nach der Sonne vorhin hat es jetzt sogar mal kurz ein paar, ja, gab es ein bisschen Schneekraupel. Man will es nicht glauben, alles mit dabei. Unsere Freunde, die Pfeile, unsere treuen Richtungsanzeiger. Ja. Und es ist schön, dass wir so rumlaufen. Diesmal habe ich eine ungefähr räumliche Vorstellung von der Strecke, was uns noch erwartet. Und das ist irgendwie nicht so krass wie im letzten Jahr, wo man das gar nicht so richtig dann wusste, weil man den Weg andersrum nie kannte und durch die ganzen Straßen und Kreuzungen. Ja, hier gehen wir übrigens auch ganz oft privat mal wandern. Schön hier. Aber nichtsdestotrotz, aus Spaßkilometern werden es langsam Schmerzkilometer, gebe ich offen zu. Bei mir sind es jetzt die Füße bzw. die Fußsohlen. Aber es geht alles noch und ich sag mal so, ohne Fleiß kein Preis. Ja, so ist das halt, wenn man da mitmacht, bei sowas mitmacht. Wir sind jetzt in Niederpeuritz. So, der nächste VP ist jetzt wirklich gleich da. Wir liegen gut in der Zeit, wir haben es 3:15 Uhr, also 15.45 Uhr ungefähr. Und haben noch genügend Zeit, um uns dann die letzte Strecke wirklich ganz entspannt vorzunehmen. Das läuft, aber wir kämpfen. So, Verpflegungspunkt 4. Wir sind da, wir sind angekommen, wir haben es gepackt. Jetzt machen wir eine entspannte Pause. Und dann die letzten 10 oder 11 Kilometer sind es, glaube ich, noch. Nehmen wir uns einfach Zeit. Aber jetzt erstmal ab, ausruhen. Die letzten 10 Kilometer immer an der Elbe lang. Jetzt. Und da oben ist der Fernsehturm. Nur um so eine ungefähre Vorstellung zu haben, wo wir jetzt sind. 40 Kilometer. Jetzt sind es wirklich nur noch 10. Jetzt ist es einstellig auf dem Terror. Die letzten 9 Kilometer und jetzt kommt unser Endgegner. Bergauf, Steigung. Sonne geht langsam runter, aber ich denke mal, das packen wir jetzt auch noch. Läuft. Wir machen Strecke, wir kommen voran, denn da oben ist jetzt der Fernsehturm. Wir sind jetzt daneben, überholen jetzt quasi gleich den Fernsehturm. Und ja. Nächstes Etappenziel für uns ist dann das Blaue Wunder. Da kommt doch und von dort aus geradeaus. Jetzt. Wupp, wupp. 41 Kilometer. Noch 9. Die letzte, hoffentlich letzte krasse Steigung, also bergab, gemeistert. Jetzt sind wir in Wachwitz. Man sieht, auch der Weg ist zum Stolpern geeignet. Wir sind zum Glück nicht gestolpert. Ich habe da immer so ein bisschen Bammel. Aber wir sind in Wachwitz. Es ist schön hier. Und ja, auf dem Weg zum Ziel. So, Endboss. Die nun wirklich, wirklich, wirklich letzte Steigung. Wir haben auf die Karte geguckt. Da geht's hoch. Tapfer kämpfen wir uns jetzt hier bergauf. Fernsehturm haben wir überholt. Und jetzt kommt man wirklich in Gefilde, die, ja, naja, bekannter sind. Und bitte langsam, daran halten wir uns natürlich, wie es da oben steht, dass wir nicht zu schnell hochdüsen. Ganz klar, ne? Safety first.
Und jetzt Kilometer 42. Noch 8. 8 Stück, das schaffen wir jetzt auch noch. 43 Kilometer. Noch 7 vor uns. 7 klingt so wenig, aber fühlt sich gerade an wie noch 30. Kilometer 44. Ja, meine Füße brennen jetzt mittlerweile, muss ich ganz ehrlich zugeben. 6 Kilometer noch, wir sind gleich im blauen Wunder und das packt man. Da geht es noch geradeaus. Keine Steigung mehr, weil bergab kann auch sehr nervig sein und sehr stauchen. Aber das läuft. 6 Kilometer noch ist ins Ziel. Geradeaus. Ja, toller Platz. Da hinten das blaue Wunder. Da geht es jetzt runter. Da hinten. Da ist das blaue Wunder. Immer an der Elbe lang, immer geradeaus. Das wird sich ziehen, aber es geht nicht mehr bergauf. So, wir kämpfen, aber 1 Kilometer. Jetzt geht es nur noch in den Meterdistanzen. Nein. Nur noch 900x Meter. Gleich geschafft. Zum Glück. Wir haben es geschafft. Da vorne ist das Ziel. Hast geschafft. Wir sind da. Ja! Schatz, geschafft! Wupp, wupp! Eintrag in die Hall of Fame. Und außerdem neu unser Finisher. Geschafft! Im Medaillendesign, in unserem Jawohl, 50 Kilometer. Wer sich interessiert, mega. Andenken mitzunehmen. Pony! Ja! Anstellen für Medaille. Dann weiß jeder, gleich hinsetzen. Im Sportstudio oder beim anderen, was ihr es durchgezogen habt. Ganz herzlichen Glückwunsch. Habt ihr super gemacht, alle zusammen. Maske aufsetzen. Maske aufsetzen. Auf, ihr seid mega. Achso, das ist alles gleich. Glückwunsch. Ja, sehr schön, Dankeschön, ihr seid mega. Umrechnen der Urkunden. Super. Glückwunsch. Besten Dank. Oh, danke. Jetzt. Wir haben es geschafft. Megamarschmedaille. Oh, ist am Start. Geil. Urkunde holen, T-Shirt holen. Geil. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. 10 Stunden 31 Minuten für 50 Kilometer. Wir haben unser Finisher-Bier, unser Finisher-Shirt, unsere Finisher-Urkunde, unsere Finisher-Medaille und jetzt geht's gleich nach Hause. Endlich, da oben fährt die Bahn. Und vor der Treppe habe ich schon so ein bisschen da, dort, ein bisschen Horror. Aber das packen wir jetzt auch noch. Au, au, au. Ah, Schmerzen. Das sind Schmerzen. Die letzten Stufen des Tages. Geschafft.